begann sie wieder, die epische Schlacht um das Castellum Neustadt-Glewe. Einmal im Jahr zieht das größte Wikingerheer Deutschlands auf das Schlachtfeld, teilt sich in Angreifer und Verteidiger und kreuzt auch bei brütender Hitze Schwert und Gier. Seit 24 Jahren fällt Neustadt-Glewe schon in ein Zeitloch. 11 Jahre davon liefern sie die passenden Klänge zu historischer Ausstattung und Schlachtenlärm. Varius Colorimus Experience, eine vierköpfige Band, deren Liedgut mit Mittelaltermusik nur unzureichend beschrieben ist. Die Einflüsse kommen aus der ganzen Welt. Orientalische Klänge mischen sich mit traditioneller Musik aus dem Balkan oder Skandinavien. Ein Highlight auf dem Burgfest und Neustadt-Glewe ist auch immer ein Highlight für die Band. Ehrlich, also wenn man das so viele Jahre macht wie wir und gefragt wird, wo kann man denn auf welchen Markt hingehen, mal als Besucher, als Gast, fällt mir spontan Neustadt-Glewe ein, weil das wirklich einer der schönsten Märkte ist. Also ich komme immer wieder gerne her, es ist ein tolles Ambiente, die Leute sind gut drauf, gutes Essen, immer gute Künstler zu sehr moderaten Eintrittspreisen. Die Bandbesetzung von Varius Colorimus Experience wechselte in den vergangenen Jahren aus Gesundheitsgründen immer wieder. Neuzugänge brachten auch immer wieder neue, alte Instrumente mit. Gerade die Mischung aus traditionellen und ungewöhnlichen Instrumenten macht offensichtlich den Reiz ihrer Musik aus. Na, die unterschiedlichen Klangcharakteristika der Instrumente. Also wir haben zum Beispiel auch eine Steeldrum, die man ja eigentlich aus der jamaikanischen Musik her nur kennt. Und das Bassgitarron ist ja aus der Mariachi-Musik eigentlich, aber sieht halt schon mittelalterlich aus, kann man gut benutzen. Und die Dudelsäcke sind halt auch unterdessen eigentlich Fantasieinstrumente, weil so werden sie im Mittelalter nicht gewesen sein. Auch schon nicht von der Stimmung. Zeitsprünge stellen auf dem Burgfest Neustadt-Glewe kein großes Problem dar. Zwischen den großen Wikingerheeren und der Zeit des berittenen Adels liegen historisch einige Jahrhunderte, in Neustadt-Glewe nur knapp 2 Stunden. Das Castrum Stargarde bringt seit 1997 das ritterliche Turnier zu Pferde auf die Mittelaltermärkte in Deutschland. Die besondere Herausforderung: Pferd und Reiter müssen eine Einheit bilden. Also ich sage immer, man muss für ein Ritterturnier oder für diese Exerzitien insgesamt, sollte man so reiten können, wie ein Eishockeyspieler Schlittschuh fährt. Weil der denkt nicht mehr an seine Füße, das machen die alleine. Also das heißt, der linke Arm und die Beine und das Gewicht müssen das Lenken machen und der Auge und rechter Arm machen die Waffen. Die Exerzitien sind eingebunden in eine unterhaltsame Geschichte über ritterliches oder weniger ritterliches Verhalten. Dabei steht der Ausgang des Turniers keineswegs von vornherein fest. Sauhatz, Ringstechen oder Roland, die Übungen auf der Stechbahn sind historischen Ritterturnieren entnommen. Also es gibt jetzt keine direkten Reitvereine, wo man das so lernen kann. Man kann sich zusammenschließen und dann probt man die Sachen, die eigentlich vorgegeben sind. Entweder aus neuzeitlichen Ritterturnieren, wie jetzt stattgefunden auch, oder halt aus vorgegebenen Sachen, die man so weit umändert, dass man sie heute praktizieren kann. Geschichte in kompakter und ziemlich direkter Form. Das ist das Burgfest Neustadt-Glewe. Auf die Ritter folgten wieder die Wikinger. Und dann begann sie noch einmal von vorn, die epische Schlacht um die Burg.